Wir sind gerade beim Campus Open Air und versuchen gerade was zu essen aufzutreiben. Und das Hauptproblem gestaltet sich gerade folgendermaßen. Etwas Nicht-Veganes auftreiben zu können, gestaltet sich gerade als überaus schwierig. Vegan. Man darf das hier nicht so laut sagen, aber ich will jetzt irgendeinen Hamburger mit Fleisch. Entschuldigung. Das ist gerade ein Problem. Vor allen Dingen darf man es irgendwie nicht raushängen lassen. Also ich versuche gerade einen veganen Hamburger politisch korrekt irgendwas politisch Korrektes zu essen zu bekommen. Das ist die offizielle Version. In Wirklichkeit möchte ich eigentlich nur einen normalen Hamburger und einen normalen Cheeseburger, was das hier irgendwie nicht gibt. Es gibt hier aber super vegan Deluxe Hamburger-Varianten. Wie siehst du das eigentlich? Ja, eigentlich genauso, aber ehrlich gesagt wäre ich jetzt mit einem veganen Burger als Alternative auch gar nicht mehr so unglücklich, weil Konsistenz ist fast die gleiche, also schmeckt wie richtiges Fleisch. Das kannst du auch überhaupt nicht vergleichen. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das kann man gar nicht vergleichen. Echt? Aber ja, keine Ahnung. Ich lass mich überraschen. Ich steh gerade in irgendeiner Schlange und ich weiß nicht wofür. Den Cowboy, kennst du den Cowboy? Ich sehe halt das Schild Vegan Deluxe und bin besorgt. Aber ich lass mich überraschen. Mal gucken, was passiert. Kennst du den?